Ich bin arbeitssuchend. Mein Erspartes reicht nicht, um friedlich weiterzuleben. Daher lese ich Schaub Arbeitsrechtshandbuch, 17. Auflage. So, stell mal als allererstes die Eieruhr auf 40 Minuten. Und ich bin angekommen bei Paragraph 3, Grundrechte im Arbeitsverhältnis. Zweitens, Bedeutung der einzelnen Grundrechte. Erstens, Menschenwürde. Es werden auch noch weitere Grundrechte aufgeführt. Das ist die freie Entfaltung der Persönlichkeit, der Gleichheitssatz, Glaubens- und Gewissensfreiheit, Meinungs-, Presse- und Kunstfreiheit, Ehe und Familie, Vereinigungsfreiheit, Berufsfreiheit und Eigentum. Grundrechte im Arbeitsverhältnis, zweitens Bedeutung der einzelnen Grundrechte, Menschenwürde, Artikel 1, Römisch 1 Grundgesetz, Absatz 1 Grundgesetz. Gemäß Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes ist die Würde des Menschen unantastbar, ist hier dick geschrieben. Und Menschenwürde ist auch dick geschrieben. Alle staatliche Gewalt ist verpflichtet, sie zu achten und zu schützen. Der Parlamentarische Rat stellt das Gebot der Achtung der Menschenwürde an den Anfang des Grundgesetzes, um den ganzen Geist des neuen Staatswesens in seinem Gegensatz zu der im Mai 1945 vernichteten Staatsordnung darzutun. Das wird hier zitiert. Ich kann nochmal das Zitat vorlesen. Um den ganzen Geist des neuen Staatswesens in seinem Gegensatz zu der im Mai 1945 vernichteten Staatsordnung darzutun. Ich war gestern am Amtsgericht, da habe ich viel von der Staatsordnung von vor Mai 1945 wieder getroffen. Was da gemacht wird, geht so gar nicht. Willkürlicher als das Arschloch, das sich der Richter Lehnberg nennt, kann man gar nicht verfahren. Es war so dermaßen unter aller Kanone, das kann man sich gar nicht vorstellen. So, am Dienstag bin ich beim Arbeitsgericht, hoffentlich wird es da besser. Bis jetzt habe ich da auch nur Leute getroffen. Also ich weiß nicht so recht. Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz schützt den einzelnen Menschen nicht nur vor Erniedrigung, Brandmarkung, Verfolgung, Ächtung und ähnlichen Handlungen durch Dritte oder durch den Staat selbst. Erniedrigung zum Beispiel, wenn man da reinkommt und kein Rechtsanwalt ist. Ich meine, die werden nicht kontrolliert, obwohl das eigentlich so sein muss. Die haben direkten Zugang mit dem Schlüssel. Die haben auch extra Rechtsanwaltsräume. Als Normalsterblicher kriegt man nicht mal mehr einen ordentlichen Stuhl mit einer Rückenlehne und einen Tisch angeboten, wenn man pünktlich dahin kommt, eine halbe Stunde vorher und sich nochmal vorbereiten will auf das, was da stattfindet. Und dann ist so ein,
Es ist die allerunterste Kanone. Amtsgericht Solingen, es geht so gar nicht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ausgehend von der Vorstellung des Grundgesetzgebers, dass es zum Wesen des Menschen gehört, in Freiheit sich selbst zu bestimmen und sich frei zu entfalten und dass der Einzelne verlangen kann, in der Gemeinschaft grundsätzlich als gleichberechtigtes Glied mit Eigenwert anerkannt zu werden, schließt es die Verpflichtung zur Achtung und zum bloßen Schutz der Menschenwürde. Schließt die Verpflichtung zur Achtung und zum bloßen Schutz der Menschenwürde vielmehr generell aus, den Menschen zum bloßen Objekt des Staates zu machen. Ich bin da ein bloßes Objekt des Staates gewesen, das abgeurteilt werden sollte. Es hat ein Rechtsanwalt geklagt. Was hat man da noch zu sagen? Man kann sich auch gar nicht äußern. Wenn man nach der Länge des Termins fragt, wird man aus dem Gerichtssaal geschmissen. Ansonsten ist da gar nichts passiert. Ich weiß nicht, wie man sowas einen Prozess nennen kann. Der Richter wollte auch nach dem Gütetermin schon urteilen. Ich weiß nicht. Ich habe auch rechts vom Richter Platz genommen und nicht links, da wo ich eigentlich hingehöre. Es ist kein Gerichtsverfahren, es ist auch kein Gericht, es ist ein einziger Affenfelsen. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Ein Affenfelsen mit Glaskuppel. Sieht architektonisch auch so aus wie ein gekachelter Affenfelsen. Menschen wollen Stühle und Tische haben. Ein Stuhl hat eine Lehne. Sogar mein Lafuma Campingstuhl fürs Fußbad hat eine Lehne. Schlechthin verboten ist damit jede Behandlung des Menschen durch die öffentliche Gewalt, die dessen Status als Rechtssubjekt grundsätzlich in Frage stellt, indem sie Achtung des Wertes vermissen lässt, der jedem Menschen um seiner selbst willen Kraft seines Personenseins zukommt. Wann eine solche Behandlung vorliegt, ist im Einzelfall mit Blick auf die spezifische Situation zu konkretisieren, in der es zum Konfliktfall kommen kann. So, ich lese es nochmal vor. Ich habe mich gerade aufgeregt. Ich will es ja auch verstehen. Das Problem ist, ich kann im deutschen Gerichtswesen so dermaßen gar nichts davon wiederfinden, das kann man sich gar nicht vorstellen. Menschenwürde gemäß Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz ist die Würde des Menschenwürde erstens. Gemäß Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes ist die Würde des Menschen unantastbar. Alle staatliche Gewalt ist verpflichtet, sie zu achten und zu schützen. Der Parlamentarische Rat stellt das Gebot der Achtung der Menschenwürde an den Anfang des Grundgesetzes, um den ganzen Geist des neuen Staatswesens in seinem Gegensatz zu der im Mai 1945 vernichteten Staatsordnung darzutun. Nochmal das Zitat. Um den ganzen Geist des neuen Staatswesens in seinem Gegensatz zu der im Mai 1945 vernichteten Staatsordnung darzutun. Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes schützt den einzelnen Menschen nicht nur vor Erniedrigung, Brandmarkung, Verfolgung, Ächtung und ähnlichen Handlungen durch Dritte oder durch den Staat selbst. Ausgehend von der Vorstellung des Grundgesetzgebers, dass es zum Wesen des Menschen gehört, in Freiheit sich selbst zu bestimmen und sich frei zu entfalten und dass der Einzelne verlangen kann,
in der Gemeinschaft grundsätzlich als gleichberechtigtes Glied mit Eigenwert anerkannt zu werden, schließt die Verpflichtung zur Achtung und zum Schutz der Menschenwürde vielmehr generell aus, den Menschen bloß zum Objekt des Staates zu machen. Schlechthin verboten ist damit jede Behandlung des Menschen durch die öffentliche Gewalt, die dessen Status als Rechtssubjekt grundsätzlich in Frage stellt, indem sie die Achtung des Wertes vermissen lässt, der jedem Mensch um seiner selbst willen Kraft seines Personenseins zukommt. Wenn eine solche Behandlung vorliegt, ist im Einzelfall mit Blick auf die spezifische Situation zu konkretisieren, in der es zum Konfliktfall kommen kann. Wann soll eine so jetzt? Das ist der Knackpunkt. Man muss das verstehen. Also, es geht darum, was schlechthin verboten ist. Schlechthin verboten ist damit jede Behandlung des Menschen durch die öffentliche Gewalt, die dessen Status als Rechtssubjekt grundsätzlich in Frage stellt, indem sie die Achtung des Wertes vermissen lässt, der jedem Mensch um seiner selbst willen Kraft seines Personenseins zukommt. Also, jeder Mensch hat einen Wert, weil er ein Mensch ist und eine Person. So, wann das passiert, also wann eine solche Behandlung vorliegt, ist im Einzelfall mit Blick auf die spezifische Situation zu konkretisieren, in der es zum Konfliktfall kommen kann. Das heißt, man muss es dann auch konkretisieren und benennen. Wenn das nicht stattfindet, ist die Menschenwürde nicht gewahrt. Das heißt, wenn im Ansatz schon die öffentliche Gewalt den Status als Rechtssubjekt grundsätzlich in Frage stellt, muss man es kritisieren. Ansonsten ist die Menschenwürde nicht gewahrt. Und ich würde sagen, in einem Rechtsstaat, wenn man verklagt wird von einem angeblichen Rechtsanwalt, hat man das Recht auf einen Tisch und einen Stuhl, um in Ruhe seine Prozessunterlagen einzusehen. Und wenn der Gerichtssaal offen ist, hat der Richter den offen zu lassen und man setzt sich da rein und man wird nicht irgendwo hingebracht, wo gegessen und getrunken wird und man sich nicht richtig konzentrieren kann. Das ist eine absolute Unverschämtheit. Und wenn man nach draußen geschickt wird, haben da Stühle zu stehen mit einer Lehne, auf die man sich ordentlich setzen kann. Es ist eine absolute Frechheit, was am Amtsgerichtshof passiert. So. Das war der graue Kasten.
Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz ist nicht nur Abwehrrecht gegen Eingriffe des Staates. Der Staat muss die Menschenwürde auch positiv schützen. So ergibt sich aus Artikel 1 Absatz 1 IVM Artikel 20. IVM heißt wahrscheinlich in Verbindung mit. Ich guck mal gerade nach. IVM in Verbindung mit, da steht es auch. So ergibt sich aus Artikel 1 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 1 des Grundgesetzes das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums. Ja. Ich liege anscheinend drüber. Ich muss jetzt bis 6.500 Euro runterfeiern, vorher brauche ich gar keine Sozialhilfe zu beantragen. Geht aber, glaube ich, relativ schnell. Ich zahle ja hier Miete in der Wohnung. Mal gucken, ob ich die verliere. Die Bezirksregierung Düsseldorf schuldet mir noch ein Arbeitszeugnis. Solange ich das nicht habe, bekomme ich auch keinen Job. Warum ich das nicht bekomme, ist mir vollkommen unklar. Ich hatte auch einen Rechtsanwalt. Wie gesagt, der will auch nicht arbeiten. Der kummelt lieber mit angeblichen Amtsrichtern. Also, es ist ja einer. Er war ja im Amtsgericht und hat einen Richterrobe an. Kriegt wahrscheinlich auch Geld vom Land dafür. Dieses Grundrecht gewinnt im Arbeitsrecht Bedeutung bei der Beurteilung sittenwidriger Entgeltvereinbarungen in Arbeitsverträgen und der Prüfung von Lohntarifverträgen am Maßstab des Sozialstaatsprinzips. Unter Berücksichtigung der neuen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu den Regelsätzen des SGB Sozialgesetzbuches II erscheint es naheliegend, die von ihm aus Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes hergeleitete Pflicht des Staates zur Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums, das heißt Regelleistungen und Unterkunftsbedarf für einen Alleinstehenden nach dem Sozialgesetzbuch II als Leitlinie zur Bestimmung einer absoluten Lohnuntergrenze bei der Auslegung des Beschlusses 138 Bürgerliches Gesetzbuch sowie bei der Prüfung der Wirksamkeit tarifverträglicher Entgeltregelungen zu beachten. Okay, die absolute Lohnuntergrenze gibt es mit starken Einschränkungen. Die Einschränkungen stellt das Buch wahrscheinlich hier in Frage und wahrscheinlich auch die Höhe der Lohnuntergrenze. Bedeutung kommt diesem Grundrecht in Wechselwirkung mit Artikel 12 Absatz 1 und Artikel 14 Absatz 1 des Grundgesetzes auch im Bereich der Insolvenzanfechtung zu. Insoweit hat das Bundesarbeitsgericht erwogen, in Fällen kongruenter Deckung durch eine verfassungskonforme Auslegung des Beschlusses 129 und folgende des Insolvenzordnung. Das sind zwei Paragraphenzeichen davor, das heißt wahrscheinlich Beschluss. Und ob das hier auch aufgeführt wird. Das ist erst 102. Ja, wir gucken erstmal ins Rohr nach. Ich
vermute, das ist auch ein Parlamentsbeschluss. Also ich gucke nach. Ein geneigter Zuschauer, der das Buch auch hat, kann mit nachgucken. Insolvenzordnung, ja. Das im Entgelt enthaltene Existenzminimum anfechtungsfrei zu stellen. So. Das heißt, wenn man pleite geht, muss es ein menschenwürdiges Existenzminimum geben mit einer absoluten Lohnuntergrenze. Man kann die Leute nicht einfach weiterarbeiten lassen, die bekommen nichts dafür. Momentan passiert mir das. Man lässt mich einfach weiterarbeiten und ich kriege gar nichts dafür. Ich muss mich bewerben, ich muss das dokumentieren, ich muss klagen. Ich werde auch vor dem Arbeitsgericht nicht menschenwürdig behandelt. Der Warteraum war am Anfang gar nicht auf. Der Richter verlässt einfach so den Gerichtssaal, obwohl draußen angeschlagen ist, dass er sich da aufhalten müsste und der Saal offen sein müsste. Hey, warum Gericht nach Regeln und Absprachen? Es geht doch auch ohne. Dann fühlst du dich als einfacher kleiner Mensch ohne großes Vermögen so richtig scheiße, wenn du da aufläufst. Mir reicht es schon, wenn ich die Karren vom Amtsgericht, vom Arbeitsgericht sehe. Der dicke Audi gehört wahrscheinlich dem Arbeitsrichter. Zweitens, freie Entfaltung der Persönlichkeit, Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes. Es geht um die allgemeinen Persönlichkeitsrechte, das allgemeine Persönlichkeitsrecht, Entschuldigung, anscheinend gibt es nur eins, Mithöreinrichtung und Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Zweitens, wir sind immer noch bei Bedeutung der einzelnen Grundrechte. Freie Entfaltung der Persönlichkeit, Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes. Aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes hat das Bundesverfassungsgericht den Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts entwickelt. Dieses ergänzt als ungenanntes Freiheitsrecht die speziellen benannten Freiheitsrechte, die wie etwa die Gewissensfreiheit oder die Meinungsfreiheit ebenfalls konstituierende Elemente der Persönlichkeit schützen. Es gibt eine Gewissensfreiheit. Meinungsfreiheit gibt es wahrscheinlich auch. Was es in Deutschland definitiv nicht gibt, ist eine Freiheit, seine Meinung mal zu äußern. Das hat was mit der Zeit vor 1945 zu tun. Von daher, dass die hier so aufgeführt wird, finde ich ein bisschen fraglich.
So, es geht jetzt weiter um das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Seine Aufgabe ist es, die engere persönliche Lebenssphäre und die konkreten Freiheitsgarantien nicht abschließend, die sich durch die traditionell konkreten Freiheitsgarantien nicht abschließend erfassen lassen. So. Seine Aufgabe ist es, die engeren persönlichen Lebenssphäre und die Erhaltung ihrer Grundbedingungen zu gewährleisten, die sich durch die traditionellen konkreten Freiheitsgarantien nicht abschließend erfassen lassen. Also, das allgemeine Persönlichkeitsrecht hat die Aufgabe, die engere persönliche Lebenssphäre und die Erhaltung ihrer Grundbedingungen zu gewährleisten, die sich durch die traditionellen konkreten Freiheitsgarantien nicht abschließend erfassen lassen. Insoweit hat es eine rückschließende Funktion. Zu gut Deutsch: Menschen sind Individuen mit einer engeren persönlichen Lebenssphäre, das heißt ganz nah an einem Menschen dran. Gibt es Grundbedingungen? Damit ist wahrscheinlich diese Würde gemeint. Also ein Mensch hat eine Lebenssphäre mit einer, die würdevoll in seiner Nähe gestaltet werden muss, und das sind die allgemeinen Persönlichkeitsrechte, die das gewährleisten. Soweit das Recht, wie es formuliert ist, das nicht tut, greifen die allgemeinen Persönlichkeitsrechte. Wenn man zum Beispiel am Gerichtseingang durchsucht wird, muss man nicht sein Zungenpiercing rausschrauben. So eine Armbanduhr hängt zum Beispiel auch direkt am Körper und man müsste sie öffnen, um sie abzunehmen. In Bayern ist es so, dass Justizbeschäftigte von einem nicht verlangen können, dass man die Arbeitsarmbanduhr abnimmt. Da gibt es eine entsprechende dienstliche Weisung, das weiß ich, weil ich in Bayern schon mal Justizbeschäftigte geschult habe. In Nordrhein-Westfalen gilt sowas nicht. Ich musste die Armbanduhr auch abnehmen. Damit hat man in meine innere persönliche Lebenssphäre eingegriffen. Naja. Ich finde sowas daneben. Ich weiß auch nicht, was das soll. Ich weiß auch nicht, warum Rechtsanwälte nicht durchsucht werden müssen am Amtsgericht. Es gibt einen Tunnel und eine Tür und die haben dafür einen Schlüssel. Ich finde es daneben. Auch angebliche Rechtsanwälte haben dafür einen Schlüssel. Die Zuordnung eines konkreten Rechtsschutzbegehrens zu den verschiedenen Aspekten des Persönlichkeitsrechts richtet sich vor allem nach der Art der Persönlichkeitsgefährdung. Außerhalb des absoluten Kernbereichs privater Lebensgestaltung wird das allgemeine Persönlichkeitsrecht in den Schranken der verfassungsgemäßen Ordnung garantiert. Es kann deshalb durch verfassungsgemäße Gesetze eingeschränkt werden. Derartige Regelungen können auch Betriebsvereinbarungen enthalten.
Das allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt beispielsweise vor der Nutzung einer Mithöreinrichtung, je ein Gesprächsteilnehmer einem nicht an dem Gespräch beteiligten Dritten bereitstellt. Aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes ergibt sich des Weiteren das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Diese gewährleistet also Mithöreinrichtungen sind erstmal nicht erlaubt, wenn man das Aufgezeichnete einem Gesprächsteilnehmer zur Verfügung stellt, der nicht an dem Gespräch beteiligt war. Gibt mittlerweile andauernd Leute, die durch die Gegend laufen und einfach so aufzeichnen und das anderen Menschen vorspielen. Das ist alles verboten. Es wird aber trotzdem gemacht. Interessiert auch kein Schwein mehr. Naja. Aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes ergibt sich des Weiteren das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Dieses gewährleistet dem Einzelnen die Befugnis, selbst über die Preisgabe und Verwendung persönlicher Daten zu bestimmen. Er kann deshalb grundsätzlich selbst darüber entscheiden, wann und innerhalb welcher Grenzen er persönliche Lebenssachverhalte offenbaren möchte. Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers können allerdings durch die Wahrnehmung überwiegender schutzwürdiger Interessen des Arbeitgebers gerechtfertigt sein. Okay. Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers können allerdings durch die Wahrnehmung überwiegender schutzwürdiger Interessen des Arbeitgebers gerechtfertigt sein. Bei einer Kollision mit den Interessen des Arbeitgebers ist durch eine Güterabwägung, das ist so ein Wort, das hier meiner Meinung nach fettgedruckt gehört, es ist aber nicht fettgedruckt. Ich unterstreiche es deshalb und schreibe ein Ausrufezeichen an den Rand. Am Maßstab des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes im Einzelfall zu ermitteln, der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, Güterabwägung, am Maßstab des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, finde ich gut. Im Einzelfall zu ermitteln, ob das Recht auf informationelle Selbstbestimmung Vorrang verdient. Okay, es kann also in den Hintergrund treten. Beispiel Saatgut ist wichtig. Hier hinten an der Schwertstraße gibt es einen Raiffeisenmarkt, die verkaufen auf Saatgut. Das kann meiner Meinung nach videoüberwacht werden, denn wenn der Bauer kein Getreide auf die Felder bringt, müssen wir alle verhungern. Mitarbeiter müssen das hinnehmen, dass da eine Videokamera steht. Denn mein Recht, nicht zu verhungern, überwiegt das Recht der Mitarbeiter auf informationelle Selbstbestimmung. Der ganze Reifeisenmarkt wird nicht überwacht. Kauknochen für Hunde brauchen nicht über Video überwacht werden, aber das Saatgut, damit ich in einem halben Jahr noch Brot zu fressen habe. So. Ja, ich habe noch 5 Minuten auf der Uhr, mal gucken, wie weit ich komme. Ich glaube, ich lese nochmal den Absatz, diesen grauen Kasten vor und den Rest später. So, das macht mehr Sinn, das ist schwierig. Dann präge ich mich ihn besser ein. Zweitens, freie Entfaltung der Persönlichkeit. Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes. Aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel
1 Absatz 1 des Grundgesetzes hat das Bundesverfassungsgericht den Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts entwickelt. Dieses ergänzt als unbenanntes Freiheitsrecht die speziellen benannten Freiheitsrechte, die wie etwa die Gewissensfreiheit oder die Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit gibt es hier meiner Meinung nach so nicht. Das liegt an der Zeit vor 1945. Ebenfalls konstruierende Elemente der Persönlichkeit schützen. Seine Aufgabe ist es, die engere persönliche Lebenssphäre und die Erhaltung ihrer Grundbedingungen zu gewährleisten, die sich durch die traditionellen konkreten Freiheitsgarantien nicht abschließend erfassen lassen. Insoweit hat es eine lückenschließende Funktion. Die Zuordnung eines konkreten Rechtsschutzbegehrens zu den verschiedenen Aspekten des Persönlichkeitsrechts richtet sich vor allem nach der Art der Persönlichkeitsgefährdung. Außerhalb des absoluten Kernbereichs privater Lebensgestaltung wird das allgemeine Persönlichkeitsrecht in den Schranken der verfassungsgemäßen Ordnung garantiert. Es kann deshalb durch verfassungsgemäße Gesetze eingeschränkt werden. Derartige Regelungen können auch Betriebsvereinbarungen enthalten. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt beispielsweise vor der Nutzung einer Mithöreinrichtung, die ein Gesprächsteilnehmer einem nicht an dem Gespräch beteiligten Dritten bereitstellt. Aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes ergibt sich des Weiteren das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Dieses gewährleistet dem Einzelnen die Befugnis, selbst über die Preisgabe und Verwendung persönlicher Daten zu bestimmen. Es kann deshalb grundsätzlich selbst darüber entscheiden, wann und innerhalb welcher Grenzen. Er kann deshalb grundsätzlich selbst darüber entscheiden, wann und innerhalb welcher Grenzen er persönliche Lebenssachverhalte offenbaren möchte. So. Es geht um das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Dieses gewährleistet dem Einzelnen die Befugnis, selbst über die Preisgabe und Verwendung persönlicher Daten zu bestimmen. Er kann deshalb grundsätzlich selbst darüber entscheiden, wann und innerhalb welcher Grenzen er persönliche Lebenssachverhalte offenbaren möchte. Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers können allerdings durch die Wahrnehmung überwiegender schutzenswürdiger Interessen des Arbeitgebers gerechtfertigt sein. Der Beispiel mit dem Saatgut beim Raiffeisenmarkt auf der Schwertstraße. Bei einer Kollision mit den Interessen des Arbeitgebers ist durch eine Güterabwägung am Maßstab des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes im Einzelfall zu ermitteln, ob das Recht auf informationelle Selbstbestimmung Vorrang verdient. So, damit schließe ich für heute. Das Licht von der Videolampe ist relativ hell und intensiv. Wenn ich jetzt weitermache, kann ich diese Nacht nicht schlafen. Man kann das Ding wahrscheinlich auch als Lichttherapielampe benutzen. Womit wir wieder beim eigentlichen Thema wären. Ich wollte eigentlich hier so, ich glaube, das nennt sich Videocast über Herbal Medicines machen und Pain Relief Medicines. Mal gucken, ob ich da jemals zu kommen werde. Tschüss. So, Heizkissen.